Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Overclocked, eine Geschichte über Gewalt. Ich habe mal die Auflösung ein bisschen höher gestellt als beim letzten Mal, weil die da schon etwa niedrig war. Hatte ich ja die Standardeinstellung einfach drin gelassen. So, ins Cockpit? Nö. Wir wollen in Zelle 1. Und jetzt frage ich mich gerade, wir haben ja Stift und Papier. Das verwenden wir mal auf den Patienten. Auf den Tisch. Nee. Dann benutzen wir es höchstwahrscheinlich automatisch im Gespräch, oder? Wir verwenden das allgemein irgendwie. Wenden hiermit mit der Akte? Nö. Okay. Ich versuch's erstmal so. Hypnotisieren. Ich habe ein bisschen in den Akten gelesen. Du hast etwas gerufen, als du hierher kamst. Erinnerst du dich daran? Es war ein einzelnes Wort. Pass auf, ich werde dir das Wort gleich zeigen. Vielleicht hilft dir das. Nein, nein. Ich möchte herausfinden, was du zuletzt getan hast, bevor du gefunden wurdest. Schau auf dieses Pendel. Konzentriere dich nur auf dieses Pendel. Es ist... Ja? Es ist so dunkel. So dunkel. Ich bin allein. Ich bin... Ich bin allein. Es ist dunkel. Wie fühlst du dich? Kennst du den Ort? Ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Vor denen. Ich muss hier weg. Da ist ein Gitter. Dunkle Gänge. Und eine Mauer mit einem Gitter. Ein Loch im Boden. Ich höre Geräusche. Hast du etwas bei dir? Eine Pistole. Und eine Brechstange. Woher hast du die Sachen? Ich weiß nicht. Da. Schritte, ich muss hier raus. Oh, wie geil. Ach so. Da ist ein Gitter. Ja, ich weiß. Nimm mal die Brechstange und brech das auf. Oder? Ist das zu einfach, oder was? Ja, wo ist denn der Hotspot? Lüftungsgitter ist hier an den Seiten. Okay. Ah, okay. Gut. So. Brechen wir mal auf. Wo sind wir eigentlich? In der Scheune oder so? Nicht Scheune. Ach so, andere Seite auch noch. Lüftungsgitter. Nein, wirklich, wo sind wir? So. Ach so, okay. Ah, ich muss das. Warte, wenn ich. Das Gitter hat sich verkantet. Besser, ich versuche es erst auf der anderen Seite. Jo, klar. So, jetzt aber. Nach draußen. Ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Wo? Ich weiß nicht. Es ist ein umzäuntes Gelände. Am Wasser. Aber du siehst niemanden. Ist noch jemand da? Ich habe Angst. Sie kommen. Sie sind auf dem Weg. Jemand ruft. Bleib ganz ruhig. Das ist schon passiert. Es sind nur Erinnerungen. Wer ist es? Ist es eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ich muss weg. Ich muss irgendwie über den Zaun. Okay. Hier lang geht's weiter. Zaun. Fässer. Alte Benzinfässer.
Kann ich die nur betrachten? Und versuchen, über die drüber zu klettern und dann über den Zaun. Aber vielleicht fällt ihm das ja gleich auf, wenn er hier versucht, hinaufzusteigen. Mist. Das schaffe ich doch nie. Will er jetzt die Fässer... Alte Benzinfässer. Dann nicht. Oder auf die Benzinfässer schießen. Hat er das ehrlich vor? Warum? Ach so. Oh, ich bin so doof. Da ist ja höchstwahrscheinlich noch Benzin drin. No. Und jetzt kann er sie bestimmt verschieben. Doch nicht? Hä, bin ich dumm? Doch, leeres Fass. Geht doch. Drücken. Ich hatte jetzt schon fast gedacht, dann kommt ein Quicktime-Event und ich muss jetzt ganz schnell irgendwie die linke Maustaste hintereinander drücken. Fass am Zaun. Hinauf. Ich schaff's. Da liegt ein Boot. Oh nein. Oh nein. Hey, ist schon gut. Du bist hier bei mir. Im Krankenhaus. In Sicherheit. Ich glaube, wir haben die Junge? Hörst du mich noch? Ja, ich glaube, die Verbindung ist verloren. Sozusagen. Okay, okay. Du hast ja recht, das reicht wohl für heute. Das war schon sehr viel. Wir belassen es dabei. Ruh dich jetzt aus. Es ist spät. Ich komme morgen wieder. Frage ist, wer hat denn auf ihn geschossen da am Ende? Sollten doch Schüsse sein, oder? Die Soundeffekte waren etwas erbärmlich, aber naja. Huch. Was war das denn? Achso. Ich komme teilweise mit diesem schnellen Perspektivenwechsel hier nicht so ganz klar. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Besonders schwer sind die Rätsel hier bis jetzt aber noch nicht. Oh, eine erhaltene Nachricht? Was das heißt? Verwenden? Audio-Kommentar? Nee. Anruf. Gang Anruf. Oder? Nee, doch eine Nachricht. Doch, Anruf von Kim McNamara an David McNamara, November, 11. November, 21.45 Uhr. Du hast versucht, mich anzurufen, ich habe zurückgerufen auf deine Hotelnummer, Kim. Soll ich die jetzt anrufen? Niemand da. Der hat bestimmt jetzt auf den Anrufbeantworter gesprochen. So. Es regnet weiterhin schön. Und dann, ja, gehen wir einfach zurück zum Hotel. Ich glaube, das Krankenhaus kann jetzt wirklich mal bis morgen warten.
So Moment of Silence, das habe ich sogar gestern gesehen im Saturn. Schleichwerbung, nein. Ja. Mal gucken, ob ich es mir vielleicht mal hole. Sollte mir das Spiel hier gefallen am Ende, dann denke ich mal, aber den Fahrstuhl, die Treppe will er ja nicht nehmen. Körperliche Bewegung, Igitt. Anrufbeantworter, horchen. Sie haben eine Nachricht. David, ich habe nachgedacht. Du brauchst nicht wiederzukommen. Ich reiche die Scheidung ein. Bitte ruf mich nicht mehr an. Mein Anwalt erledigt alles Weitere. Es tut mir leid. Jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, oh, was passiert denn jetzt? Alter, scheiße. Was war das denn jetzt? Hat er sich nicht ganz am Anfang in der ersten Sequenz auch erst, also hat er da nicht auch erst sein Spiegelbild berührt und dann konnten wir ihn spielen? Oder mache ich das nur? Ich schätze, das müsste ich Mr. Flynn mitteilen. Es wäre etwas peinlich, wenn er es vom Roomservice erfahren würde. Ja, und es ihm selber zu sagen wäre nicht peinlich. Ja, aber ich habe mir voll gedacht, dass unsere Frau sich scheiden lassen will. Das war irgendwie zu ahnen. Ja, Mr. Flynn. Ja, ich habe irgendwie den... Mr. Flynn? Sir? Ich habe irgendwie den... Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Ja, dann sage ich es ihm nicht, Mr. Flynn. Hä? Voll dumm. Er sagt so, das ist etwas, was ich Mr. Flynn erzählen sollte. Wollen wir mal in eine Bar gehen? Nee, na, ja, jetzt geht er dahin. Ich glaube, ein bisschen was zu trinken kann nicht schaden, oder? So. Öffnen. Nabend. 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 Sie sehen irgendwie cool aus. Irgendwie gefällt's mir. Kann ich hier auch irgendwas machen? Ach, den Barhocker kann ich auswählen. Ansonsten? Nee, wirklich nur den Barhocker. Information. Was soll's denn sein? Einen Whisky. Auf Eis. Kommt sofort. Ist das nicht ein bisschen stark für dich, Waschlappen? Danke. Scheiße, wir haben gar kein Geld, ne? Mist. Zum Wohl. Neu hier in der Gegend? Geschäftsreise. Ich wohne gegenüber im Skyline. Sie sind von auswärts? Washington. Das ist eine ganz schöne Ecke. Und? Gefällt Ihnen New York? Harten Tag gehabt, was? Geben Sie mir noch einen, bitte. Alles klar. Barmänner sind einfach die richtigen Psychologen dieser Welt. Ja, wir setzen das Gespräch jetzt einfach mal fort. Ich hoffe, wir können hier mit Karte bezahlen, weil vom Konto konnten wir ja nichts abheben. Sagen Sie, haben Sie von dem Mädel gehört auf der Kreuzung heute Morgen? Die Kleine, nackt, mit Pistole. Er doch nicht. Die schwuchtelt doch nicht. Ja, hab ich. Wird immer schlimmer mit den Kids. Jeder Halbwüchsige rennt heute mit einer Knarre durch die Gegend. Wo man hinguckt, Gewalt. Tja, nicht dein Thema, was, Waschlappen? Boah, nervt der. Sicher. Scheint ja ein verdammt harter Tag gewesen zu sein. Kann man sagen. Nette Gäste hier übrigens. Stören Sie sich nicht an Riker. Ist nur besoffen. Ich dachte mir sowas. Trink aus und verzieh dich in irgendeinem Schwuchtelladen. Sie haben schon recht. Wo man hinguckt, Ärger.
Noch einen, bitte. Schmeiß den Bettnesser raus, Randall. Es reicht jetzt, Riker. Trink noch einen und halt die Klappe. Wie viel Whisky trinkt er denn? Tut mir leid. Hören Sie gar nicht hin. Riker ist geistig in Vietnam geblieben. Schon in Ordnung. Ich bin ziemlich erledigt. Was macht das? Waschlappen! Feige Ratte! Riker, halt's Maul! Sonst kannst du draußen weitersaufen, klar? Geht aufs Haus. Für die Belästigung. Okay? Besten Dank. Oha, das ist doch toll. Auf der letzten Betriebsfeier 20 Euro kostet da ein so ein beschissenes Glas Whisky, was auch noch richtig scheiße schmeckte, den die da hatten. Super. Abbrechen. Ich muss los. Ich schau wieder rein. Ja gut, ich weiß, Alkohol muss nicht immer schmecken, er soll wirken. Aber, na, bin doch eher der Genießer. Können wir hier an dem Automaten irgendwas machen? Nochmal zur Sicherheit. Ah, so, wir können hier nochmal die Perspektive wechseln. Bringt mir aber ebenfalls herzlich wenig. Oh, tut mir leid, dass ich die Hotspot-Anzeige so viel benutze. Das ist so dieser Entzug einfach, weil bei Siberia überhaupt keine war. Vielleicht können wir ja nochmal versuchen, Geld abzuheben. Ich denke mal nicht, dass das klappen wird, aber vielleicht hat Kim ja unser Konto sperren lassen. Weiß gar nicht, haben die ein gemeinsames Konto? Na gut. Immer noch nicht. Doch, zweimal sagen hält besser. Ja, und jetzt einfach pennen gehen, oder was? Ich würde es gerne nochmal... Mr. Flynn? Sir? Sie hatten recht. Wie bitte, Sir? Die Bar. Eingeschränkt empfehlenswert. Sie hatten Probleme? Naja, die habe ich sowieso. Aber die paar Drinks waren gut. Vielleicht kann ich heute mal schlafen. Das wünsche ich Ihnen, Sir. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Den Barmann fand ich ja eigentlich ganz nett. Und so halt Ambiente an sich auch cool. Nur Riker fand ich übelst nervig. Aber naja, dafür ist er ja auch konzipiert worden. So, wir schlafen jetzt, denke ich mal. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen. Was ist denn sonst noch vor? Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Ja, okay. Ich schätze, das müsste ich Mr. Flynn mitteilen. Hey, ja, warum machst du das dann nicht einfach? Oder willst du halt lieber hier über... Oh, das Telefon hast du ja weggepfeffert. Hört mir jetzt das auf. Was soll ich denn noch dabei? Zellenschlüssel, Alarmpieper, Akte, Pendel, Karte. Ein Stadtplan. Wozu brauche ich den da eigentlich noch? A PDA? Mein neuer PDA. Wie? Hört nur die Nachrichten. Sollen wir Moretti vielleicht nochmal anrufen? Einfach so vollständigkeitshalber. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir den vielleicht... oder... Ach. Hätten wir vielleicht bei... Nee, Staten Island war... Oh, sorry, da muss ich erstmal husten. Unseren Anwalt können wir vielleicht mal anrufen wegen der Scheidung. Tatsächlich. Ingram? Hi Terry, ich bin's nochmal. Passt es jetzt besser? Naja, also... Komm schon, 5 Minuten. Wolltest du dich nicht melden? Ja, sorry, ich hab's nicht geschafft. Und jetzt bin ich knapp dran, weil ich gleich noch zu euch rüber muss. Klar. Wie geht's denn, Kim? Hast du sie schon gesprochen heute? Ja, kurz. Heute früh? Nein, mittags, in der Stadt. Wir waren zum Essen. Oh, schön. Gute Idee. Wird dir gut tun, mal ein bisschen rauszukommen.
Und, was macht ihr heute Abend? Ich weiß noch nicht. Vielleicht gehen wir auf ein Glas raus. Hat sie dir was erzählt? Ich meine wegen uns. Nicht viel, nein. Hat sie gesagt, sie will sich trennen von mir? Nein, sie war einfach sehr in Gedanken, wegen des Jahrestags. Wie kommst du darauf, dass sie sich trennen will? Sie hat angerufen. Oh je. Terry? Ja? Du hilfst mir doch, oder? Na klar. Sie muss sich wieder beruhigen. Redest du mal mit ihr? Mach ich. Hör mal, David. Sei nicht böse, aber ich muss wirklich los. Ich melde mich morgen früh wieder, ja? Ja, mach das. Aber dann wirklich früh. Ich muss ins Büro. Es geht sonst erst wieder abends. Okay, also bis morgen. Bis morgen. Der hat bestimmt eine Affäre mit der. Wette ich, 100 pro. Die verarschen uns beide. Ah, ich sag euch das. Da hab ich einen Riecher für. Eigentlich nicht, aber pff. Jetzt geh er schlafen. Aufzeichnung. Sonntag, 11. November 2007. Patienten im Staten Island Hospital wurden erstmals in Augenschein genommen. Erstdiagnose ist posttraumatisches Stresssyndrom. Dadurch ausgelöst vollständige Amnesie. Es handelt sich um 3 junge Männer und 2 junge Frauen, Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Mangels feststellbarer Identitäten sind die Patienten nach den Kennziffern ihrer Zellen benannt. Unterbringung entspricht nicht neuesten Maßstäben. Allgemeinzustand der Patienten ist aber gut. Mit dem männlichen Patienten in Zelle 1 war ein Erstkontakt möglich. Es ergaben sich erste Anhaltspunkte für eine Gefahrensituation, in der sich der junge Mann befunden haben muss. Schrittweise Rekonstruktion erscheint bei ihm besonders aussichtsreich. Männlicher Patient in Zelle 5 ist aggressiv. Medikation wurde trotzdem gemäß der Rekonstruktionstherapie abgesetzt. Privatnotiz. Die Lage mit Kim spitzt sich zu. Ich habe kein gutes Gefühl mehr. Sie klingt kalt, kurz angebunden. Vielleicht liegt es daran, dass gestern der Jahrestag des Unfalls war. Ich habe Terry gebeten, sich ein bisschen um sie zu kümmern, solange ich weg bin. Er hat zwar erst abends Zeit, aber vielleicht tut ihr ein bisschen Gesellschaft ganz gut. Ich habe Kopfschmerzen, hätte den Whisky weglassen sollen. Morgen muss ich wieder da raus und die Kollegen im Hospital sind ziemlich merkwürdige Zeitgenossen. Ich bin müde. Hoffentlich hören mal die verdammten Träume auf. Aufzeichnung Ende. Welcher Unfall eigentlich? Oh, was für ein Tag. Kapitel 2. Wunden. Montag, 12. November 2007, Vormittag. So, ich würde aber sagen, hier machen wir mal einen Cut. Auch wenn jetzt die Folge noch 2 Minuten hätte, aber das bietet sich so schön an. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Overclocked, eine Geschichte über Gewalt. Und bis dahin, macht's gut.